Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Jo, wir gehen direkt auf die Welt. So. Und ja, ich habe jetzt mit dem Skype ein bisschen was geregelt. Letzte Folge habt ihr mitten in der Folge angeschrieben, falls ihr das gehört habt. Ich mache jetzt auch nochmal gleich den Sound von Skype ein bisschen runter. Das kann ich jetzt mal ganz schnell machen. Hier irgendwann einstellen. So. Also, ja, müsste es eigentlich auch sein. So, los geht's. In der letzten Folge haben wir ja diesen schönen Bumerang gecraftet. Aus Gold und aus Holz. Und ich zeig mir mal ganz schnell, wie der funktioniert. Der funktioniert nicht so. So, wir machen mal kurz Nacht. Das ist jetzt quasi ein bisschen Cheaten, aber ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wie der genau funktioniert und wie viel Schaden der macht, denn das macht so Spaß, mit dem zu kämpfen. Der hält 16 und der hält. Was kann man damit machen? So, kann man auch verbrennen. Damit kann man nichts machen. Gut, oh, ich soll mal Höhle. Kenne ich die nicht? Doch. Mal nochmal ganz schnell zu. Hier. In der Zeit, wo es Nacht wird. So, in der letzten Folge haben wir auch unser Walross gecraftet und unser Lager ins Haus verlegt. Ja. Das ist ziemlich geil. Und deswegen müssen wir jetzt nicht mehr nach draußen gehen. Wir haben keinen Grund mehr dafür. Außer für Regelung unserer Pumpen. Und ich muss mal gerade mal kurz gucken. Ey, ihr steht schon auf hell. Gut. Was ist das denn da? Kann man sich. Warte mal, kann man noch von. Ich habe gar keinen Eiseninventar. Ich wollte gerade mal gucken, ob man sich davon nämlich einen Eimer machen kann. Ah, guck mal, unser Anfangshaus. Oh, da kommt schon der erste Gegner. Bam! Desto länger man spannt, desto mehr Schaden macht's. Ich will mal gucken. Beim Enderman. Ja, der quartet sich auch weg. Genau wie beim Pfeil. Gut, der Boomerang. Ach, guck mal, da liegt jetzt ja unser Bumerang. Ey, du. Geh mir nicht auf den Sack, du Enderman. Jetzt hör auf zu nerven, du. Boah, du Bauspammer. Du. Krass, ey. Wo ist denn? Ich höre einen Mini-Zombie. Wo ist ein Mini-Zombie? Ich höre einen Mini-Zombie. Desto länger man den gedrückt hält, desto größer wird die Kraft. Falls er sein Ziel nicht erreicht, dann fliegt er einfach auf den Boden. So, wer traut sich? Bam! Bam! Gut. Das war erstmal ein bisschen genug gezeigt. Ich wollte es aber mal ganz kurz zeigen, nur wie der genau funktioniert. Der kostet nämlich nur 4 Holz. 4 Holzblöcke. Ja, das kann man vielleicht nochmal hier sehen. 4 Bretter und das jeweilige, der jeweilige Barren, was man haben möchte. Bei einem normalen Holz ist natürlich nur hier normales Holz. Man kann aber auch welche aus hier Eisen machen. Aus Diamant auch noch. So. Oh, was willst du denn hier? So. Hat er was gedroppt? Nope. Du. So. Los geht's. Wieder nach Hause. Wo ist immer unser? Da ist unser. Oh. Nee. Komm schon, komm schon. Yes. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes.
Und... Nein! Der ist fast down, unser Boomerang. Yes! Okay. Ich werde vielleicht auch mal gleich noch einen neuen craften oder so. Auf jeden Fall kommt er erstmal in unsere Werkzeugkiste. Zack, zack. Nochmal mal schön was zu machen. So. Wir holen jetzt mal nochmal ein bisschen Essen. Ich habe fast keins mehr. Das hauen wir mal in unseren Ofen da unten. Ich habe fast kein Essen mehr. Das ist ziemlich scheiße. Ja. Fische haben wir auch nicht mehr viele. Müssen wir auch nochmal hier anschmeißen. Aber das verbraucht aber so viel Zeug. Ich weiß, es ist scheiße. Was mache ich denn hier? Die Pipe. Das hier, das drin nicht rein. Zack. Das da gerne auch rein tun, so, so. Unser 64 Gold kommt da rein. So. Schwefel. Okay. Hier. Ist alles super. So, dann haben wir hier nochmal einen Rohstoff. Enderperl. Und unsere Rohstoffkiste ist schon mal voll. Das ist nicht so schön. Warte mal. Sind wir gerade. Ich dachte schon, wir wären unsichtbar. Wegen dem Pfeil da oben. Hallo, Pfeil. Alter, wie geil sieht das denn aus? Weil wir hier so einen Pfeil haben. Wie geil sieht das aus? Ich mache jetzt selber mal einen Screenshot. So. So, dann habe ich einen gemacht. Alter. Krass sieht das aus. Ja, ich werde eigentlich jetzt nochmal gerne die zweite Truhe machen. Die passt aber nicht hin. Das ist ziemlich doof. Ist das eine Redstone? Ne, die ist die Redstone, ne? Ja, das habe ich jetzt schlicht gemacht. Vielleicht. Ja. Guck mal hier, fehlt noch mal Glas. Cool, wir reparieren erstmal unser Haus. Hier fehlt noch nichts. Ne. Machen wir wieder so. Ich muss auch gucken, wie wir das machen. Weil es ist schon doof, wenn die einfach voll ist. Weil wir auch so viel Zeug haben außer Eisen. So. So, hier ist easy. Hier ist easy. Was wir als nächstes machen werden, ist eigentlich ganz spontan. Ich schaue hier immer die ganze Zeit durch, was wir so machen können. Künstlicher Muskel? What? Okay. Was ist das hier? Solarzelle. Was kann man damit machen? Solarzelle. Ja, toll. Energiehelm. Kabel. Silberbarren, Kupferbarren. Was bringt denn? Ach, guck mal, machen wir uns mal hier so eine. Ach, Energie. Das muss man dann aufladen. Ah, schade. Jetzt weiß ich nicht, wie man das auflädt. So, hier kommen jetzt nur die ganzen Microblocks. Was sind hier noch? Hammer des Zimmermanns. Was kann man damit machen? Gar nichts. Tür des Zimmermanns. Und das mache ich mal. Das sieht gut aus. Wie viele braucht man davon? 6 Stück. Mal gucken, wie man das macht. Kriegt man nur 8, kriegt man 5 raus. Ja gut, dann muss ich das nochmal so machen. Nochmal. Haben wir 10 Stück. Machen wir mal so und so. Haben wir die Tür des Zimmermanns. Und die setzen wir, glaube ich, mal hier hin. Setzen wir die mal hier. So, jetzt sieht die irgendwie viel schöner aus. Haha. Haben wir eine schönere Haustür. Cool. Ich würde eigentlich gerne mal ein paar Dinger töten gehen. Dash. Ach, das ist von Galacticraft, ach so. Eine Sichel. Was kann man denn damit machen? Okay. Guter Werkzeug. Nee. Von wo ist denn Project Red? Okay. Pro. Warte mal, gibt's hier. Back. Nee, wie hießen die nochmal?
Boah, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich gebe aber mal einen Fly. Nee, geht's nicht. Back vielleicht? Diamantmesser. Not back. Kriegeshammer. Krass. Nein, das ist... Naja, das ist doof. Es gibt so, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Damit kann man fliegen. Und die muss man aufladen. Boah, wie heißen die? Ach, egal. Gibt's hier Tanks? Tanks. Ja, die sind aber nicht die richtigen. Was geht denn hier unter Fuel? Helium Fuel? Das ist ziemlich kompliziert. Karotte. Genau, das hier wollte ich mal machen. Große Dose mit Karotte. Hier, Zinnkanister. Machen wir uns mal. Ich will mal sowas mal sehen. Haben wir noch Zinnkanister? Nein. Haben wir nicht mehr. Gut, ist doch egal. Craften wir uns ganz schnell welche. Was muss denn jetzt Zinn? Zinn. Man braucht nur 7. So. Machen wir uns mal einen Zinnkanister. Und dann mal 2 Karotten. Zack, zack. So. Haben wir Dose mit Karotten. Was kann man jetzt damit machen? Kann man da jetzt Karotten einfüllen? Oder was kann man jetzt damit machen? Dehydrierte Karotte. Ach so. Ah, da sind jetzt mehrere drin, glaube ich. Keine Ahnung. Egal. Testen wir das aber gleich ganz kurz. So, das kommt da rein. Dann wollte ich nochmal gucken, bei Terminal Expansion gibt es auch ganz schön viele schöne Sachen. Hier, diese ganzen Maschinen und so. Flüssigkeitstransportner. Induction Smelter. Den wollte ich mal machen. Denn mit dem kann man wieder ganz schön viel Zeug machen. Mit der kann man zum Beispiel auch gehärtete Energieleitungen machen. Und die kann man gut für Stromleitungen benutzen. Für Maschinen, die nicht zum Beispiel Kabel von Galactic Craft annehmen. Und das muss man, glaube ich, in Induction Smelter machen. Ingwermischung. Ja. Gut, dann machen wir das einfach mal. Wir fangen mal an mit einer Rezeptionsspule. So. Tun wir hier die Holztümer da rein. 2 Redstone. Zack, zack. Zack. So. Das kommen wir da rein. So, haben wir schon mal die Rezeptionsspule. Da brauchen wir einen neuen Maschinenrahmen. Heißt für uns nochmal ein Gold. 4 Eisen. Ein wenig Glas. Ja. So, das reicht schon. So. Dann als nächstes brauchen wir 2 Kupferbarren. Haben wir. Ganz easy. Zack, zack. Da sind sie. Weiter geht's mit einem Eimer. Im rein übrig. Haben Wassereimer. Ach, die sind aber gut hier für Maschinen. Machen wir uns mal ganz kurz einen neuen. Eisen da. 1, 2, 3. So. Ein Eimer. Und ein Ingwer natürlich. Eine Ingwermischung aus pulverisierten Eisen und Verröses. Das. Ich verbrauche am besten gleich alles. Haben wir ein bisschen Eisen noch? Verröses Erz. Zumindest Verröses Erz mal hier
in unseren Pulverizer rein. Und gleich direkt auch nochmal. Warte mal hier, Eisen. Eisen muss da rein. Eisen, Eisen, Eisen. Wie viel denn? 2. Ja. 2 Stück müssen da noch rein. So. Müsste das eigentlich ganz easy going laufen. Pulverisiertes Eisen. So, in der Zeit kann er dir nochmal hier das mehr machen. So. Zack. Ne, das machen wir am besten so. Das uns zu lange. So. Ingwermischung und die wird jetzt verbrannt. Da kommen jetzt Ingwerbarren raus. So. Und dann haben wir schon alles. Legen wir den mal zurück. So. Zack, zack. Unseren Induction Smelter. So. Und mit dem kann man ganz schön viel machen. So. Wir fangen schon mal an mit unserem nächsten Raum. Denn wir haben zu wenig Platz. Dann dachte ich mir halt, mach doch mal einen neuen Raum. Und hier ist schon mal ein bisschen Raum angefangen. Machen wir das doch hier. Trifft sich doch ganz gut. Hier war früher die Pumpe drin. Machen wir das mal hier. So. Dann hauen wir das hier auch nochmal raus. Machen wir uns hier mal einen ganz schönen Raum. Müssen wir nicht mehr ganz von vorne anfangen, denn da kommen die ganzen Maschinen von Jumble Expansion rein. Wir haben da hinten den Fischer, weil der auch so viel Platz braucht, ist der auch da hinten zusammen mit dem Ofen, weil der halt automatisch mit dem Ofen halt kompatibel ist. Das kommt mal hier weg. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Steinziegel. Oh, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da noch Wasser drin war. Hier, ich muss aber nochmal ein neues holen. Neuen. So, haben wir denn hier irgendwo noch ein wenig da. So, es reicht. Der ist fertig, ja, das wissen wir schon. Machen wir uns dann gleich hier so einen kleinen Durchgang auch nochmal dahin. Dann hauen wir das hier mal raus. Und machen da so einen schönen Boden drüber. Ja. Hier so einen ganz schönen Boden. Oder was können wir denn dafür nehmen? Was können wir denn dafür nehmen? Holz, Steinstufen. Irgendwie so besondere Blöcke. Ah! Wartet, ich weiß es, ich weiß es. Aber das ist ziemlich teuer. Hier. Zinn Decoration Block. Da braucht man Stein und gepresstes Zinn für. Aber die sind ziemlich teuer. Ich weiß nicht genau, ob wir noch gepresstes Zinn haben. Wenn ja, aber das ist natürlich ziemlich praktisch. Nee, haben wir nicht. Ist auch egal. Dann schmeißen wir unseren. Nochmal ganz schnell ein. Unseren Kompressor. Ist ja für uns eigentlich eher schöner, wenn wir das verbrauchen. so. Dann macht er da nochmal ein bisschen. Können wir dann da den Boden machen. Derzeit fange ich mal mit den Wänden an. Wir werden den Raum natürlich auch erweitern, aber im Moment. Oder lassen wir erstmal die Wand so. Ja, das ist so gut. Hier würde ich jetzt ganz gerne auch wieder eine schöne Wand haben. Zack, zack. So. Und hier auch. Oh, hier ist nochmal Kupfer. Ja, nehmen wir natürlich mit. Gerne. Eigentlich selten, dass wir das so auf so bekommen. Wenn wir uns irgendwo rumgraben oder so. So. Der da hinten ist fleißig am Drücken. Und hier entsteht ein neuer Raum. So, das ist doch. So, so, so. Zack. Lassen wir einfach die Wand da. Geht's gleich auch in der nächsten Folge dann noch weiter. Haben wir noch Stein. Nicht im Inventar. Gut, haben wir denn noch so Stein? Ja. Machen wir uns nochmal ein paar Blöcke.
Warte, wie? Hä, wie geht das denn? Steingepresstes Zinn. Ist doch richtig. Ah, jetzt. Hä? Okay. Okay. Dann haben wir Zinn Decorations Block. Und mit dem kann man ganz schön Boden machen. Ich grab schon mal den Boden aus. Zack, zack. Mal ein bisschen schneller hier. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Es ist ganz kurz dunkel jetzt. Da kann ich aber nichts gegen machen. So, die sehen auch schön aus. Ist doch schön zu sehen. So, so, so. Ist auch gut, wenn man schon ein bisschen Galactic Craft hat, dann kann man damit auch Schönes erreichen. So, das reicht aber nicht ganz. Aber das ist uns erstmal egal. Denn das war's erstmal für die Folge. Der Boden sieht ziemlich geil aus. Auf jeden Fall, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was euch fehlt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Ciao. Neben dem Walross hier.